Hallo ihr Lieben, ein sehr spontanes Video zur neuen aktuellen Energiewelle. Ich stehe ganz bewusst hier in meiner Küche vor dem Sterntor von Erzengel Uriel und Feueropal. Ich hatte schon ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch gerne hier oben, das könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Es ist für mich so das Power Sterntor, das zu der aktuellen neuen Sturmwelle passt. Ich hatte vor einiger Zeit ein Video gemacht, so die Ruhe vor dem Sturm, auch das verlinke ich euch hier oben. Dann gab es so ein paar Pulswellen, ein paar kleinere Energiewellen, die uns emotional sehr gefordert haben. Entschuldigung für den Wackler, das passiert, wenn man sich spontan an einem neuen Ort hinstellt und alles verkabelt. Sorry, werde ich aber nicht rausschneiden. Viele, viele Emotionen sind hochgekocht. Drama-Energie steigert sich gerade immer weiter. Auch dazu habe ich Videos gemacht. Zwei Stück, wo es darum geht, dass ihr dem Drama bewusst entgegengehen könnt. Ich verlinke sie euch unten in der Infobox. Die Welle, die ich jetzt fühle, die für mich seit gestern sanft gestartet ist, wohlgemerkt gestartet ist, heute fängt es an. Für mich war gestern schon klar, dass der Vollmond etwas Magisches hat. Alle Sturmwellen, die ich bis jetzt gespürt habe, seit Anfang dieses Jahres, hatten immer einen kurzen Anklopfer. Das war so eine Welle von Hallo, ich komme. Viele haben es gemerkt mit leichten körperlichen Phänomenen. Ich frage ja immer bei Facebook auch nach, spürt ihr das gerade auch? Spürt ihr den Shift? Spürt ihr die Veränderung? Und bei mir macht es sich bemerkbar mit ein bisschen einem Gefühl von Shift im Kopf, also so einer Unsicherheit, dass es sich anfühlt, als würde die Erde wackeln, als würde die Erde jemand kurz anstupsen. Und das war schon ein paar Mal dieses Jahr, gerade so im Juni jetzt. Und für mich geht's jetzt los. Also ihr wisst, ich informiere mich nirgendwo anders. Maximal, dass ich mir anschaue, was gerade die Sonnenwinde machen, ob es da einen Sonnensturm gibt oder ob die Sonne im Moment ruhig ist in ihren Aktivitäten. Ich schaue mir auch manchmal die Schumann-Frequenz an, sozusagen die Frequenz unserer Erde, die manchmal etwas höher geht und manchmal sehr sanft ist. Und da gab es auch einige kleinere Ausschläge. Und ich kann jetzt heute am Sonntag, ich weiß es gar nicht, den wievielten wir haben, entschuldigt bitte, jetzt am Sonntagabend gerade nicht genau sagen, wann der Höhepunkt ist. Also so exakt spüre ich es nicht. Ich glaube, ich habe gehört, es gibt Portaltage. Natürlich steht die Sonnenwende kurz bevor. Einige Menschen sagen, an der Sonnenwende wird auch sehr viel passieren. Aber für mich geht es diese Nacht los. Deshalb muss ich jetzt auch dieses Video machen. Ich habe gerade ein Lichtkraft-Seminar hinter mir. Ihr seht, ich bin noch im Lichtkraft-Outfit. Und ich bin selber nach so einem langen, langen Tag doch ein bisschen K.O. Ich werde auch gleich mit meiner lieben Freundin, die mir gerade noch eine Access-Bar-Behandlung gegeben hat, kann ich nur sehr empfehlen. Mit Heike mache ich auch nochmal heute oder morgen ein Interview, sie ist gerade hier zu Besuch. Ich werde gleich essen gehen, aber ich muss dieses Video jetzt aufnehmen, heute Abend hochladen, damit diejenigen, die sehr feinfühlig sind, vorbereitet sind. Worum geht es in der Welle? Power. Für mich kam das Gefühl, es kommt ein Sturm auf die Erde, höchste Energie, und sie ist für mich bildhaft wie ein brüllender Löwe. Und sie brüllt quasi so das Destruktive an, das Zerstörerische, und möchte es in die Flucht schlagen. Ihr wisst, ich bin von Herzen ein sehr friedvolles Wesen, ein Liebeswesen, ein Engelwesen, und dennoch finde ich es mal gut, mal auf den Tisch zu hauen und sagen, Schluss, aus, Ende, jetzt reicht es. Und so eine Welle kommt. Eine Welle, die
wirklich ein klares Stopp, ein klares Nein sagt zu der Zerstörung und der inneren Selbstzerstörung der Menschen. Also für uns gilt es, alles Selbstzerstörerische liebevoll aus dem Leben zu werfen. Ja, wenn ihr noch dazu neigt, euch selbst zu verurteilen, euch immer wieder selbst zu beschuldigen und. Raus mit der Energie, stopp. Ihr seid wundervolle Wesen, liebt euch bitte. Es ist Zeit. Und es ist auch ein Stopp gegen die Umweltzerstörung, gegen die ganzen Kasperle-Theater-Machenschaften, die diese Welt auch nicht mehr braucht. Es hat schon lange angefangen. Ich weiß, dass wir haben viel diskutiert in den letzten Wochen und Monaten darüber. Und ich rede jetzt hier bitte nicht vom Klimawandel, ich rede von Umweltzerstörung, von Weltzerstörung, von Erdzerstörung. Und da gibt es mit dieser Welle ein klares Stopp, ein klares Nein. Ich bin immer für das Ja. Für mich bedeutet es als Sonja, ich sende ein klares Ja in die Welt. Ein klares Ja zur Liebe, ein klares Ja zur Freiheit, zum Frieden und zum glücklichen, liebevollen, wertschätzenden Miteinander. Ihr könnt euch entscheiden. Für mich ist es so, ich mache mich jetzt nochmal ganz fest stabil. Ihr könnt jetzt mich nicht leider ganz sehen, also meine Füße sind fest im Boden verankert. Ich bin tief geerdet, ich mache mich stark, ich breite meine Flügel aus wie jedes Stern so hinter mir. Ich halte die Energie mit vielen anderen auch, damit es eine positive Welle ist. Ich sende mein Licht aus, ich sende meine Liebe in die Welt, ich sende ein Ja in die Welt, ein Ja zu dem, was ich wertschätze, zum wahren, guten und schönen. Ich lade euch ein, macht mit. Gemeinsam sind wir noch stärker, gemeinsam potenzieren wir die positive Energie und wir dürfen auch als liebevolle, wertschätzende, respektvolle Wesen ein klares Stopp und ein klares Nein sagen, wenn wir gefordert sind, wenn uns Dinge präsentiert werden, wo wir ein Nein geben können, weil es uns wirklich gegen den Strich läuft. Wir dürfen das. Wir dürfen Nein sagen zu den Dingen, die uns nicht gut tun und wir dürfen ein ganz klares Ja in die Welt geben, ein klares Ja ins Universum zu dem, was wir wollen. Das ist diese Welle. So empfinde ich es. Was auch immer an Auswirkungen im Außen passiert, ich bin jedes Mal selber neugierig. Ihr wisst, manchmal kann man es sogar wissenschaftlich belegen. Ich habe immer tolle Leute hier und ich lade euch auch ein, schreibt in die Kommentare, wie ihr es empfindet, wenn ihr andere Informationen von anderen Menschen wie mir habt, die eben ihre Form von Astrologie, Zolkin, Kalender, ich bin neugierig. Also was auch immer diese Menschen vorhersagen, wenn ihr gute, klare Videos habt, die uns allen dienen, schreibt sie unten in die Kommentare. Vielen Dank dafür. Ich freue mich immer über den Daumen nach oben, was mich motiviert weiterzumachen und mal so ganz zwischendurch, obwohl ich schon längst Hunger habe und zum Essen müsste, dieses Video aufzunehmen. Ich werde weiter meine Liebe ins Universum auf diese Welt schicken, über die Welt schicken. Also ein klares Ja zur Liebe, zum Guten, Wahren und Schönen, ein klares Ja zu den Dingen, die uns nähren, die uns stark machen und stabil machen. Ich werde unten in die Infobox noch meine Tipps reinschreiben. Es gibt so viele tolle Sachen, die wir machen können. Und zum Abschluss dieses Videos noch ein Bild, das ich sehr liebe. Das wollte unbedingt gezeigt werden. Das heißt himmlischer Schutz. Und ich habe schon oft, gerade für die Hochsensiblen, in den Videos beschrieben, wie wir uns selber schützen können. Es gibt ein schönes Engelvideo zum Thema Schutz und Geborgenheit. Diese goldene Kugel ist für mich die Lichtkraft. Auch dazu habe ich Meditation gemacht. Ich verlinke euch mal die Basismeditation für alle, die sie noch nicht kennen. Die ist so nährend und ich bekomme so viele Feedbacks, Facebook, E-Mail und so weiter von Menschen, die diese Lichtkraftmeditation machen, dass wir uns beschützt fühlen, dass wir uns stark machen und nähren mit dem himmlischen Schutz, mit der himmlischen Geborgenheit, mit dieser zusätzlichen Lichtkraft, die uns Wesen hier auf der Erde nährt, damit wir all diese Sturmwellen überstehen und aufsteigen können in die nächste Dimension des Bewusstseins, des Friedens, der Klarheit und der ganzheitlichen Weiterentwicklung. So, das war jetzt mal wieder eine kräftige Welle von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen
Abend oder Tag, je nachdem wann ihr das Video anschaut. Wie gesagt, ich freue mich über Kommentare und sende euch allen, die ihr zuschaut, Liebe und Energie aus Mallorca. Eure Sonja Ariel von Staden. Ciao.